Hallo und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Weitwinkel. Das Thema der heutigen Sendung ist Design. Wir werden euch Leute zeigen, die illustrieren, Möbel entwerfen, werden euch auf der anderen Seite aber auch interessante Gebäude Münsters zeigen, die durch ihre Architektur herausstechen. In unserer Animation jetzt geht es darum, was der Unterschied zwischen Design und dem verwandten Begriff der Kunst ist. Der kirre Kevin steht vor einem knallbunten Plakat und liest: Geht noch mehr Design? Tja, um diese Frage beantworten zu können, müsste Kevin erst einmal wissen, was Design überhaupt ist. Tatsächlich geht es den meisten von uns so. Während wir oft ein ungefähres Verständnis vom Begriff Design haben, fällt es uns ziemlich schwer, diesen auf den Punkt zu bringen. Was unter anderem auch einfach daran liegt, dass das Wort heutzutage inflationär verwendet wird und seine Grenzen immer weiter verwischen. Beim alltäglichen Verständnis von Design dominieren oft zwei Vorstellungen. Erstens, Design ist an sich bereits etwas Gutes. Zweitens, Design ist eine Art der Gestaltung, die praktische und ästhetische Eigenschaften verbindet. Was im Grunde genommen nicht falsch ist, aber Design auch nicht ganz gerecht wird. Dagegen ist es ein gängiger Irrglaube, dass Design an sich bereits eine positive Eigenschaft ist. Design ist nämlich, soweit der Begriff sich überhaupt verallgemeinern lässt, eigentlich ein Arbeitsprozess bzw. eine bestimmte Herangehensweise beim Gestalten und Erstellen von Produkten oder Dienstleistungen. Und diese kann eben gut oder schlecht umgesetzt sein. Im Allgemeinen lässt sich Design vielleicht als problemorientiertes Arbeiten beschreiben, welches sich konkret an bestimmten Zielgruppen und deren Bedürfnissen orientiert. Das Ziel ist es, Produkte zu entwerfen, die den Bedürfnissen ihrer voraussichtlichen Anwender entgegenkommen und gleichzeitig eine optimale Umsetzung ihres Zweckes gewährleisten. Zum Beispiel das Interface eines Bildbearbeitungsprogrammes. Einerseits soll es verständlich und einfach zu bedienen sein, andererseits soll es garantieren, dass die Möglichkeiten des Programms gut ausgeschöpft werden können. Die Formgebung bzw. die ästhetische Komponente beim Design orientiert sich immer an der Funktion des Produktes. Sie ist in dieser Hinsicht zweitrangig. Die Form soll Zweck und Funktion verkörpern und idealerweise selbsterklärend sein. Im Idealfall hat sie dabei noch ein ansprechendes Äußeres. Einer Tasse, der man nicht ansieht, dass es sich um eine Tasse handelt, oder eine Tasse, die sich aufgrund ihrer Form oder Gestaltung schwer benutzen lässt, hätte demnach ein fragwürdiges Design. Wenn man so möchte, lässt sich hier eine Grenze zwischen Kunst und Design ziehen. Pauschal gesagt besitzt die Kunst die Freiheit, alles zu tun und muss sich an keine Vorgaben halten. Design dagegen agiert immer im Rahmen einer Aufgabenstellung und versucht mit Hilfe von harmonierender Funktion und Form eine ansprechende Lösung zu bieten. Auch wenn Kevin jetzt eine bessere Vorstellung vom Begriff Design und seiner Bedeutung hat, hilft es ihm nicht unbedingt weiter. Denn die Frage, ob noch mehr Design geht, ergibt für ihn irgendwie immer noch keinen Sinn. Laut Definition beinhaltet Design eine Vielzahl von Aspekten und geht über die rein äußerliche Form und Farbgestaltung eines Objekts hinaus. Doch hat unsere Umfrage gezeigt, dass Design sehr unterschiedlich wahrgenommen wird und es auch Sachen gibt, die eigentlich gar kein Mensch braucht. Funktionalität und Ästhetik. Schminke, Make-up. Design eines Hauses oder innerhalb einer Wohnung oder sowas. Design, Sounddesign fällt mir vielleicht ein, dass man Autotüren zuschlagen, Magnum-Eis, wie es bricht beim Essen. Da fällt mir ganz viel ein. Also ich denke dann allerdings erstmal an Bauhaus, weil mich Bauhaus total interessiert und auch, was ich ganz toll finde, das Reduzierte. Design ist jetzt Möbelarchitektur, das geht jetzt querfeldein, Mode, eigentlich alles. Ne? Ich weiß gar nicht, wo kein Design ist. Dass man zum Beispiel eine Nachricht gibt oder so ein Message gibt, damit die Leute, wer weiß ich, in einem Design mit Holz, damit die Leute so mehr Holz benutzen und sowas. Mhm. Oder damit man sich um die Natur kümmert. Lebensstimmung, Lebensfreude. Design kann sehr pragmatisch sein, glaube ich. Und es ist ein gutes Design, wenn es auch pragmatisch ist. Wenn etwas schön aussieht, sich schön in die Umgebung einfügt und dabei noch eine Funktion erfüllt. Schuhe, die sich selbst anpassen. Nee, ich würde gerne ganz, ganz viele Sachen mehr berücksichtigen. Also so menschliche Bedürfnisse, die mir jetzt, gerade jetzt, was Münster im Moment baut, geht das sehr, sehr stark flöten. Also diese Neubauten, die sehen alle jetzt sehr gleich aus, sehr glatt aus. Und ich finde es immer noch ein bisschen an den Bedürfnissen vorbei.
Also wenn ich so an Geschichten wie Gaudi oder 100 Wasser denke, dann denke ich, da geht es richtig in die richtige Richtung. Wohnräume, die möglichst klein sind, möglichst nachhaltig sind und gleichzeitig den Mensch in seinen Bedürfnissen nicht beschneidet. Das komplette Ed Hardy-Konzept würde ich sehr gerne umdesignen. Wohnungen, die so aufeinander gebaut sind, die so aussehen wie so ein Klotz. Ich kann zum Beispiel mit manchen Schuhen überhaupt nichts anfangen. Es gibt halt super viele Schuhe, wo ich denke, so, wer sich auch immer das ausgedacht hat, hatte nicht irgendwie so ein gutes Auge für Optik manchmal. Hello Kitty. Also, wenn jemand ein Design gemacht hat, das ist Kreativität. Und man darf nicht sagen, seine Kreativität lohnt sich nicht. Der Künstler dieser Bilder ist Giraffe Enough. Ein ehemaliger Mitarbeiter von uns, der in Münster wohnt und nebenher zeichnet, illustriert und seine Zeichnungen auch animiert. Einige seiner Comics hat er schon an polnische Zeitschriften verkauft. Und wie sein Arbeitsprozess aussieht, das seht ihr jetzt. Als Illustrator und Cartoonist braucht man neben Talent und Leidenschaft auch einen gewissen Sinn für Design und obendrein jede Menge Inspiration. Doch wo findet man das alles? Auf der Suche nach Antworten haben wir von Weitwinkel den Zeichner Grzegorz Konopski alias Giraffe Enough getroffen. I guess I was watching a lot of cartoons when I was young. When we were small, my brother and I, we found out about Cartoon Network and we didn't know what it was actually. And when we turned it on, it was all cartoons all the time. So I was watching them and fell in love with cartoons. And then I thought, yeah, maybe I can try my own. And also old video games inspired me, like early NES games. Mm-hmm. I wanted to draw my own games, my own comics, my own animations. And I was really inspired by Jenny Tarkovsky. I hope I'm pronouncing it right. So the creator of Dexter's Laboratory, he inspired me a lot with his very dynamic kind of drawings, like all those facial expressions. He actually worked on Hotel Transylvania. So yeah, I was inspired by that, of course Bugs Bunny, Daffy Duck. So early cartoons like Warner Brothers, Tex Avery, yeah. Also, einfach den ganzen Tag Cartoons gucken und dann kann man so zeichnen wie du? Oder steckt da noch mehr dahinter? YouTube was a big part of it. So when I saw cartoons of people that create only on YouTube, so they're like a small studio, I thought I can do that. So I bought a graphic tablet and a microphone, and I tried to create my own like short sketches, short stories, you know, to just visualize ideas I have in my head. Basically what I did to perfect my skills was watching other artists. I was watching a lot of tutorials, I still do, tutorials about like human anatomy, about drawing hands, which I still have problems with because they're very organic. So mostly tutorials and talking with other fellow cartoonists. And I started creating my own like short stuff, usually about what's happening in my life. If anything funny happened, I tried to make a short animation about it, or something annoyed me, or something was interesting, or I heard a piece of music that was fun. I thought, I'm gonna make a music video out of it. Grob gesagt besteht der eigene Stil ja zumeist aus der persönlichen Interpretation verschiedener Einflüsse aus allen möglichen Bereichen des Lebens. Wie würdest du deinen Stil beschreiben? Well, I usually create cartoons and cartoon characters. I try to make them, you know, funny. So it's not like, I like to draw people, but it's not caricatures like in the standard way of caricatures, so they're not like with giant faces, big noses and ears and whatever. It's more like trying to cartoonify people, so making them more, you know, like a cartoon. But mostly my style is very optimistic, positive. Unser Modell Pascal würde auch locker als Cartoonfigur durchgehen. Was meint ihr?
Wir finden es klasse. Zum Schluss hat Grzegorz uns noch verraten, an welchem Projekt er im Moment arbeitet. I'm right now finishing animations I also make for Benno House, which is about helping seniors with creating media, creating their magazine and the rules they should follow. So there is an off text that I have, and I try to visualize what is being said. And it's a lot of fun because I think people like it, and I'm glad that it's going to help a bigger cause. Like, it's going to be used to train other people. That's exciting. Münster hat vieles: Fahrräder, Grünflächen, Studenten, aber auch schöne und sehenswerte Gebäude. Da Design und Architektur sehr stark miteinander verknüpft sind, zeigen wir euch nun die interessantesten Gebäude Münsters. Frederik ist gelernter Tischler und interessiert sich sehr für Möbeldesign. Deswegen studiert er an der Akademie für Gestaltung Design hier in Münster. Wie sein Studium aussieht und welche Beweggründe er hatte, das erzählt er uns im folgenden Porträt. Ich heiße Frederik, ich bin 30 Jahre alt, ich komme aus Dänemark und studiere Produktdesign in Münster. Ich habe 11 Semester Theologie studiert und war sehr unzufrieden mit der ganzen Theorie und habe gemerkt, mir fehlt etwas. Und daraufhin habe ich mich entschieden dafür, Design zu studieren. Ich habe zuerst eine Ausbildung zum Tischler gemacht, um eine handwerkliche Grundlage zu haben und habe mich daraufhin an der Akademie für Gestaltung, an der Handwerkskammer Münster für ein Designstudium beworben. Hier seht ihr mein Gesellenstück. Das ist mein Schuhmidor. Ich habe ihn so genannt, weil ich ein Schuhmöbel machen wollte, das ähnlich funktioniert wie ein Humidor. Ein Humidor ist ein Zigarrenkasten, der die Feuchtigkeit reguliert. Und bei meinem Schuhschrank sollte es darum gehen, hochwertige Schuhe schnell zu trocknen. Der Schuhmidor funktioniert so, dass er elektrische Schubladen hat. Und die sind von hinten perforiert, sodass die Luft durchziehen kann. Und hinten in der Rückwand sind auch Löcher drin.
Das heißt, die Luft kann zirkulieren. Und zusätzlich habe ich bei der Materialwahl darauf geachtet, dass ich die richtigen Hölzer nehme. Zum Beispiel sind die Innenschubkästen aus Zedernholz, sodass die Feuchtigkeit aufgesogen wird. Können die Schuhe immer schön trocknen. Ich habe mich äußerlich an dem skandinavischen Design der 50er, 60er Jahre orientiert, mit runden Ecken, und gleichzeitig versucht, das etwas in unsere Zeit zu holen. Der Schumidor hat 2016 den Preis für die gute Form des Landes NRW gewonnen, und da bin ich sehr stolz drauf. Das war ein gutes Erfolgserlebnis. An der Akademie beschäftigt man sich hauptsächlich mit den Materialien, mit denen man auch in seiner Ausbildung zu tun gehabt hat. Also als Tischler zum Beispiel mit Holz oder als Schlosser mit Metall und so weiter. Aber man lernt auch alle anderen Materialien kennen. Das Schöne an dem Studium ist, dass man einen kompletten Überblick bekommt über die Materialien und die Gewerke, die es gibt. Zum Beispiel haben wir Projekte zum Thema Metall, Kunststoff, Holz, Textil, Schmuck und so weiter. Das heißt, selbst als Tischler bekomme ich einen guten Eindruck von all den anderen Materialien, die es gibt. Das Schöne an dem Studium an der Akademie ist, dass man ein Netzwerk hat von vielen verschiedenen Gewerken, das man auch später in seinem Berufsleben gut nutzen kann. Man lernt viele verschiedene andere Handwerker kennen, die auch einen Designanspruch haben an ihr Gewerk. Ein Projekt dauert ungefähr 2, 3, 4 Monate und man fängt damit an, eine Skizze zu machen. Man überlegt sich, in welche Richtung möchte man gehen, und man bekommt natürlich vorher Vorgaben, damit das ein bisschen eingeschränkt ist. Und wenn man viele Skizzen gemacht hat, dann wird das häufig vom Dozenten über den Haufen geschmissen und man fängt von vorne an. Und wenn man dann sein Projekt gefunden hat, dann legt man los und baut Modelle. Man bastelt gerne mit Papier oder mit irgendwelchen Collagen. Und wenn man dann sich angenähert hat, fängt man an, Modelle 1:1 zu bauen aus irgendwelchen günstigen Recyclingmaterialien. Und zum Schluss baut man dann aus hochwertigen Materialien seinen Prototypen. Ich habe jetzt kürzlich meine Zwischenprüfung abgeschlossen, das heißt, ich habe noch ein gutes Jahr vor mir. Im Sommer nächsten Jahres bin ich fertig. Das hier ist meine Zwischenprüfungsarbeit. Das ist ein modularer Raumtrenner. Ich wollte dieses Ding, diese spanische Wand, diesen Paravent oder wie man den nennt, wollte ich neu interpretieren und versuchen, so einen Raumtrenner zu bauen ohne Scharniere, weil ich finde, Scharniere, die stören irgendwie immer. Und deshalb habe ich da Magnete eingelassen in diese Rahmen, sodass man die einfach auseinandernehmen kann. Das heißt, man kann sie dann beliebig erweitern, und kam es auch darauf an, dass es sehr hochwertig ist. Das heißt, ich habe hochwertige Materialien benutzt. Das hier zum Beispiel ist ein skandinavischer Objektstoff namens Hallingdal. Der ist extrem robust und hat sehr, sehr gute Eigenschaften. Und er schluckt sehr viel Schall. Man kann diese Paneele, die da drin sind, auch rausnehmen und austauschen zum Beispiel, wenn man die Farbe zum Beispiel nicht mehr mag. Mein großes Ziel nach der Akademie, und ich glaube, das geht vielen so, ist die Selbstständigkeit. Und für mich ist so ein bisschen der Traum, eine kleine Designerei aufzumachen. Eine Mischung aus Prototypen herstellen und für Leute Dinge planen, vielleicht auch als outgesourceter Designer für Firmen zu arbeiten, die Produkte brauchen, und einfach mein eigener Chef zu sein. Weil das auch eine Leidenschaft ist von mir, und da möchte ich auch viel Energie reinstecken. Aber wenn jemand kommt und mich fragt, ob ich für ihn arbeiten möchte, eine große Firma zum Beispiel, und mir sehr viel Geld anbietet, dann würde ich wahrscheinlich auch ja sagen. Das hier ist wirklich gutes und gelungenes Design. Und ich hoffe, wir konnten euch in dieser Ausgabe den Begriff des Designs ein wenig näher bringen. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Weitwinkel.